Leute, und damit ein herzlichst willkommen zu einem weiteren Video zu Skyrim. Wir befinden uns auf dem Weg nach Falkenring. Wir wollten ja mit dem Mial sprechen, da muss ich jetzt noch hinlaufen, weil ich es noch nicht entdeckt habe. Und es nutzt sich... Oder oben ist sogar jemand. Es bietet sich sogar sehr schön als Gelegenheit, noch ein bisschen gediegen die Landschaft von Skyrim. Oh, ist sogar Meisterbeschwörer. Auf Wiedersehen. Hat dir nichts gebracht, dass du Meisterbeschwörer bist. Ja, habe ich schon. Natürlich ein bisschen belastend. Und ich war wieder so, oh ja, mit einem Eissperr durch die Gegend laufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich war natürlich wieder so dumm und habe nicht mein... die Truhe. Mein Loot mal rausgemacht. So, nehmen wir mal mit. Ja, Magierlicht hatte ich auch schon. Eigentlich wollte man hier gar nicht hoch. Warte mal. Kann ich es schaffen, darüber zu springen? Mensch, bug doch nicht. Nein, nein, nein! Ich überschätze mich jetzt, weil ich gerade schon wieder Destiny im Kopf habe. So. Sehr schönes Spiel an der Stelle nochmal. Könnt ihr auch gerne spielen. Und auch gerne gucken bei uns auf dem Kanal. Mega nice Spiel, wie ich finde. So, wir gehen jetzt natürlich. Gehen wir unten lang. Oder laufe ich wieder über irgendeinen Felsen drüber? Ich glaube sowieso, da kommt jetzt Wasser, wenn ich mich nicht täusche. Nee, tut's nicht. Nice. Na doch, da ist Wasser. Ja, okay, gut, doch, ich hatte recht. Aber jetzt nicht so riesengroß. Da können wir sogar durchlaufen. Aber ja, wir sind heute im 86. Part. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, vor allem für so einen kleinen Channel. Und ich muss auch nochmal auf einen anderen Kommentar eingehen, den ich letztens bekommen hatte auf dem Skyrim-Video. Jetzt wollte ich den gerade angreifen. Dass wir verdient haben, ich habe nach euch mehr ich soll euch etwas liefern, Abos haben. Dazu sage ich gleich was. Lasst mal sehen. Ja, ich habe diese Notiz. Von wem? Ich weiß nicht. Ein unheimlicher Kerl, schwarze Robe. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Hat mir aber ein hübsches Sümmchen gezahlt, um euch das zu übergeben. Das war's dann wohl. Ich muss los. Steck den Lack nicht in Brand, klar? Naja. Und dazu muss ich sagen, klar, es ist schön, viele Abonnenten zu haben. Ich habe auch letztens mit den anderen Jungs unter einem anderen Video ein, zwei Kommentare gehabt, wo drin stand, ja, ihr müsst euch mal dieses und jenes und eure Upload-Zeiten, dass ihr die einhaltet und so, ist ja übelst geil, bla bla bla, Respekt und was weiß ich nicht. Aber was denn seine Aussage noch hinzugefügt wurde, war, ja, aber ihr könnt eure Abonnenten, das ist ja voll kacke, wenn ihr immer so viel Unterschiedliches hochladet und mal das und mal das und mal das. Dann hat er sogar Skyrim mit aufgezählt, obwohl Skyrim immer... jeden Tag um 19 Uhr kommt, also ist das kein Upload, der irgendwie hin und her wandert. Und auch in unserer Kanalbeschreibung steht eindeutig drin, dass wir normalerweise immer um, 16.30 Uhr bzw. 16 Uhr Minecraft bringen und immer um 18 Uhr COD oder andere Sachen. Da steht da alles so drin. Wie genau ich es geschrieben habe, weiß ich gerade nicht, aber es steht auf jeden Fall drin. Alles klar, keine Ahnung, was er will. Oder ob das jetzt die richtige Notiz war. Oder vielleicht rätselhafte Notiz. Wartet mal, wir gucken mal. Jetzt kann ich natürlich nicht reingehen, weil ich gerade am Laufen war. Wir wissen Bescheid. Okay. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ganz einfach, Leute. Erstens mal ist es unsere Sache, was wir hochladen. Ich habe schon mal gesagt und die anderen auch, dass wir das hochladen, worauf wir Bock haben. Genau deswegen ist auch zurzeit mit Minecraft so kacke, weil wir halt einfach keinen Bock drauf haben auf die Lags, auf die Server, die Nerven, die Community da. Das ist dasselbe wie bei COD. YouTuber verändern extrem die Community und das ist bei COD noch viel schlimmer als in Minecraft. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich spiele das, wo ich Bock drauf habe. Euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Sieht aber sehr imposant hier drin aus, wa? So. Ah, ihr
seid es. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Aha, man macht doch Geschäfte mit Banditen. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Gut. Junge, der sieht voll komisch aus. Oh, wartet mal, wir fragen ihn mal. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist okay. Die beschweren sich hier übrigens in Falkenring alle über den. Jedenfalls habe ich das jetzt so im Kopf, aber ich denke, ja, genau so war das. Hier gibt es, glaube ich, später sogar noch einen Streit. Das würde uns jetzt aber mal kurz nicht interessieren. Wir machen einfach den Auftrag. Sag jetzt nicht, dass ich wieder alles markieren muss. Nein. Nein. Sag mal, ist das zu einer Kleinquest geworden? Gallenschluchtmine. Wo ist denn die? Die mir schon angezeigt? Sag mal, wo sollen die sein? Der Name sagt mir aber auch gerade überhaupt nichts, bin ich ganz ehrlich. Da. Okay. Rennen wir da vom Berg runter? Kommt. Machen wir das so. Ja. Auf jeden Fall ist das unsere Sache, was wir hochladen. Wenn es demjenigen nicht passt, dass er beispielsweise gerne Minecraft guckt, aber keine COD-Videos sehen... sieht, wie auch immer. Abo-Box hier, Abo-Box da, meinte er. Denn sollen die Leute uns deabonnieren. Wir sind ein Kanal, wo 4 Leute Minimum immer am Mitwirken sind. Auch wenn es gerade ein bisschen weniger ist. Die anderen haben auch schulisch was zu tun. Und wenn sich das alles etwas legt, dann kommt auch von denen wieder was. Und Kalle wollte erstmal warten, bevor er ein neues Projekt startet. Was ich auch absolut verstehen kann. Weil man muss ja nicht ein Projekt nach dem anderen rauskloppen, sage ich mal. Und wir auch keine... YouTuber sind, die jetzt, was weiß ich, 100.000 Abonnenten haben. Und selbst wenn, ich bringe das, worauf ich Bock habe. Ich unterscheide mich von den anderen Leuten genauso wie die anderen drei. Wir haben keinen Bock, Mainstream-Kack zu machen, uns permanent nach den Abonnenten zu richten. Beispielsweise, ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Paluten und GEP, keine schlechten YouTuber, habe ich auch ab und zu mal geguckt, gucke ich selbst jetzt noch. Obwohl ich 23 bin, gucke ich sie mir ab und zu nochmal an, weil ich manches ganz lustig finde, aber... Jetzt kommt das große Aber. Irgendwann wird es einfach langweilig, wenn ich mir permanent nur Minecraft angucke. Wisst ihr, wie ich meine? Selbst die Abonnenten. Guckt euch die Abonnenten an bei denen. 2 Millionen. Ich weiß nicht, ob Paluten jetzt die 2 Millionen geknackt hat oder die 1 Million. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Aber ich glaube, es waren auch die 2 Millionen. Oder was, die Mille? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Wieso kann man denn hier nicht hoch? Ich wollte gerade schon sagen. Eigentlich wollte ich hier gerade keinen abschlachten. Oh, naja, komm. Als ob die One-Hit war. Okay. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Riege möchte ich nicht gehören. Weil sind wir einfach mal ehrlich. Die haben beispielsweise 2 Millionen Abonnenten. Wie viel Video oder wie viele Leute gucken sich tagtäglich ihre Videos an? Genau. 200.000, 300.000, 400.000. Irgendwas in dem Dreh. Können natürlich auch noch ein bisschen mehr sein, ne? Aber setze einfach mal die Zahl in den Raum. Und... Wo steht das denn in einem Verhältnis? Klar, alle Abonnenten gucken nicht. Es können auch Nachzüger kommen. Die meisten kommen so... in den ersten 48 Stunden kommen die meisten Videos. Ist Fakt bei normalen Let's Plays. Sag ich mal, bei Glitches und so ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber bei normalen Let's Plays, Spiele, Minecraft und. Die meisten Views kommen in den ersten 48 Stunden, Punkt. Und... Das möchte ich halt einfach nicht, dass das so ein extremes Ungleichgewicht ist. Das ist ein Zehntel. Gehen wir mal von 200.000 Aufrufen auf. Das ist ein Zehntel von den 2 Millionen. Also, 10% der Abonnenten gucken sich die Videos an. Und das möchte ich einfach nicht. Klar, bei uns wird es dann noch schwieriger sein, dass alle das gucken, was wir alles produzieren. Weil ich mache beispielsweise demnächst Zelda.
Dann macht der nächste vielleicht FIFA, dann macht der nächste vielleicht Clash Royale, dann macht der nächste vielleicht Minecraft. Klar ist das unterschiedlich. Das spricht andere Zielgruppen, sage ich mal, an. Aber uns geht es nicht darum, möglichst viele Abonnenten zu haben, sondern eine Community, mit der man zusammenarbeiten kann. Mit der man zusammen auch Spaß haben kann, mit der man zusammen auch mal spielen kann. Nicht nur, ich lade Videos hoch, ihr guckt es euch an, ich kassiere ab. Nein, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte euch, wie ich im letzten Skyrim-Video schon gesagt habe, ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben von meinem Wissen, was ich beispielsweise über Skyrim weiß. Ich möchte euch ein bisschen dieses und jenes zeigen. Warum soll ich das nicht machen, Leute? Ich habe ja gar keine Spitzhacke mit. Aber hier liegt einer. Hi. Möchtest du in die Fresse haben? Zack, Baby. Digga, sein Helm ist ja mal mega geil, Alter. Was hat denn der für eine Rüstung an? Nicht schlecht. Held des Volkes. Moin. Alter, die sieht mega nice aus. Wenn ich jetzt genug Platz habe, nehme ich die mit. Ja, habe ich. Ja. Und ich denke mal, jeder Mensch mit ein bisschen gesunden Menschenverstand wird da meine Einstellung verstehen. Und da richte ich mich nicht danach, was die Leute in der Abo-Box kriegen, die sowieso größtenteils rumspackt. Sondern ich möchte das machen, worauf ich Bock habe. Wenn demjenigen es abfuckt, dass er eine Abo-Box anstatt das gewünschte Minecraft-Video dann auch noch zusätzlich am Tag, was weiß ich, ein COD-Video drin hat oder beispielsweise Skyrim. Leute, dann braucht ihr uns nicht abonnieren. Das sage ich so, wie es ist, dann müsst ihr das halt nicht machen. Stimmt, brauche ich nicht aufschließen. Dann solltet ihr uns deabonnieren. Das ist ein Fakt. Und denke, das sollte wirklich jeder normale Mensch mit einem bisschen gesunden Menschenverstand verstehen und auch nachvollziehen können. Und ich werde mich nicht, ich wiederhole nochmal, nicht danach richten, was andere möchten. Ich mache das, was ich möchte. Wenn ich keinen Bock habe, 2 Wochen Minecraft zu spielen, dann spiele ich kein Minecraft. Wenn es jetzt irgendwas ist, was ich versprochen habe, wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt 2 Wochen dieses und jenes für euch produzieren, dann mache ich das auch. Auch wenn ich dann vielleicht nicht so die extreme Lust habe, dann mache ich mir die Lust dazu. Dann mache ich es aber auch nicht so, dass ich dann sage, oh mein Gott, man merkt es auf jeden Fall im Video, ich werde mich auch nicht verstellen oder so, ich werde euch dann auch sagen, dass mich vielleicht, was weiß ich, ich will Bed Wars bringen und mich fucken einfach die Leute ab, die da rumlaufen, dann sage ich euch das auch, weil ich ehrlich bin und nicht so wie andere. Da ist auf YouTube ein Wandel, beziehungsweise schon lange ein Wandel im Laufen, den ich auch immer wieder nur schlecht darstellen könnte. Gucken wir uns Hand of Blood zum Beispiel an. Auch ein sehr guter YouTuber, finde ich. Macht es so, wie ich es auch machen würde. Er sagt, was er denkt. Er macht, wie er es möchte. Ich kenne den Jungen nicht wirklich perfekt oder so, aber beispielsweise das Video, was wir über die Preise gemacht haben, über den Web-Videopreis, Webpreis-Video, ihr wisst, was ich meine, denke ich jetzt einfach mal, sehe ich genauso wie er. Was haben da Leute zu suchen, die permanent nur auf die Kohle der Zuschauer aus sind? Was haben solche Leute da zu suchen? Oder Leute wie Heidi Klum, die gar nichts mit YouTube am Hut haben. Warum kriegen die oder warum haben die die Möglichkeit, überhaupt daran teilzunehmen am Webvideopreis? Das sind so Sachen, die ich dann einfach nicht nachvollziehen kann. Das ist alles nur noch Erkauferei und Gaunerei und was weiß ich nicht. Es gibt genug Leute, die sich dumm und dämlich an YouTube verdienen, dann noch ihre Produkte verkaufen und 20 Millionen mal in 10 Minuten Werbung machen und die ganzen kleinen Kinder, die normalerweise gar nicht YouTube benutzen dürfen, fallen darauf rein, kaufen sich den Müll. Wenn wir mal irgendwann Caps rausbringen, Pullover, Hosen oder sonst irgendwas, wenn das mal so sein sollte, dann machen wir das, weil wir dahinter stehen. Die Qualität wird dann stimmen, wir stehen dahinter. Klar würde man daran auch Geld verdienen, aber im Vordergrund steht, dass wir euch zufriedenstellen. Wenn ihr euch das wünscht, dann würde das bestimmt auch irgendwann kommen, wenn wir genug Abonnenten haben. Ich würde das nicht machen, wenn ich jetzt 1000 Abonnenten habe oder so. Wenn man also irgendwie 10.000 Abonnenten hat, dann kann man darüber mal sprechen, denke ich mal. Aber sonst, warum soll ich mir da eine goldene Nase ran verdienen und 20 Millionen mal sagen, ey, ich habe Merch vor jedem Video. Leute, das wird dann in der Beschreibung verlinkt. Dann wird das mal gesagt, dass wir jetzt Merch haben und dann war's das. Wem es interessiert, der guckt doch sowieso in die Beschreibung, ob wir Merch haben oder fragt nach in den Kommentaren. Dann wird die Community das beantworten oder
ich beispielsweise, dass wir Merch haben und sagen, hey, guck doch einfach in der Beschreibung, steht drinne, weil die Beschreibung wird doch heutzutage auch kaum noch gelesen. Ist heute ein bisschen so Quatsch bei mir, so Quatschvideo, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich, denke ich mal, und könnt es auch nachvollziehen. Und das sind so Sachen, die mich einfach persönlich an YouTube aufregen. Jetzt bin ich vom Baum zum Mond gekommen. Ist zwar irgendwo noch dieselbe Richtung, aber ich wollte das halt ein bisschen ausführlicher erklären, warum ich sage, ich richte mich nicht nach anderen und werde auch nicht so wie andere YouTuber, weil ich real sein will, so dumm wie sich das anhört, aber real. Ich habe euch gesagt, ich bin krank. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein, ein paar Wölfe, aber keine Hunde. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ah ja, halt dein Maul. Leute, ich bin so vergesslich, ne? Übrigens ist dieses Dorf sehr ähnlich nach Flusswald aufgebaut. Man kommt hier rein. Normalerweise steht hier die Schmiede. Da ist das der Hauseingang. Der ist ungefähr auf derselben Höhe. Hier ein Haus. Dann steht da vorne eigentlich noch eins. Hier eins. Das ist sehr ähnlich aufgebaut. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ist auf jeden Fall sehr gleich. Ja. So. Quatsch war mit dem Jarl, was er jetzt möchte. Sind wir auch bald am Ende der Folge heute. Ist auf jeden Fall so mein Gefühl, wie ich es empfinde und wie ich es machen möchte. Wenn ihr Gronkh kennt, wisst ihr vielleicht, wen ich anstrebe oder wie ich halt einfach sein möchte auf YouTube. Ehrlich. Aber er weiß Bescheid. Das wird Ihnen so eine Lehre sein. Hier, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Ja. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Braucht ihr sonst noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Okay, gut, dann hau mal raus. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Dann macht euch auf den Weg. Wunderbar. Ja, Leute. Wir helfen dann morgen mal ein paar Einwohnern. 3 Stück, wie an der Zahl habt ihr ja gesehen. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Ja, du kannst jetzt mal kurz deine Fresse halten, weil ich möchte mich verabschieden. Ja, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß, war jetzt ein bisschen viel Gequatsche. Weiß nicht, ob ihr meine Meinung da teilt. Und selbst wenn ihr sie nicht teilt, juckt mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das ist halt meine Einstellung, die wird sich auch nicht ändern. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Haut rein und ciao.